So, weil in knapp 10 Minuten hätte ich sie sowieso einmal unterbrochen. Halt provisorisch. Das Hotel Aliotto. Ne, ich glaube, ich muss durchfahren. Ich muss ganz durchfahren. Ist ja nicht im Corleone anwesend, ne? Ne, Hotel Aliotto. Aha, es war auch Absicht. Ach ja, dann ist der Part auch gleich schon zu Ende. Ich weiß nicht, kommen hier die Credits gleich einmal oder muss ich die. Ne, ich mache die Credits dann, glaube ich, so einmal an. Weil ich dann auch mein Fazit zum Spiel einmal abgebe. Wie eigentlich immer beim Ende von einem Spiel, bei einem Projekt. So. So. Super. Überall dran vorbeifahren. Ohne Leute zu beschädigen. Vor allem beschädigen, als ob das irgendwie. Egal. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt erstmal bei der letzten Szene. Alles meins. Die Lichteffekte sind geil. Generell das Licht, wie sein Gesicht da so richtig machtvoll. Wie er so verschlagen grinst. Glückwunsch, Sie wurden zum Don von New York befördert. Respekt 824.000. Dazu Geld 100.000, eine Million Beförderungsboni. Dank dieser Beförderung haben Sie Ihre Waffen ab sofort unbegrenzt Munition. Ach, man kriegt genauso viel Respekt, wie man auch braucht eigentlich. Ja, Freunde, machen wir das nochmal? Nein. Nein, warum drücke ich immer auf Option? Fail. So, zack. Und jetzt haben wir halt unendlich Munition. Wir können immer, also wir haben immer den Maximum an Munitionsstand. 750, deswegen kam ich auf 750. So, dann speichern wir jetzt nochmal und dann sehen wir uns gleich bei den Credits wieder. Ja, wir haben es gepackt. Hey, jetzt haben wir auch genug Geld. Hahaha. So. Zack, zack. Zack, bis gleich bei den Credits. So, und da sind wir nun bei den Credits. Ja, das Projekt der Pate ist zu Ende. Wieder mal, also diesmal, ich wusste ja, was mich jetzt erwartet, nicht so wie bei Bully, wo ich blind gezockt habe. Es war wirklich schön, das Spiel nochmal so zu erleben. Ich habe es jetzt, glaube ich, zu. Ach, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, irgendwie knapp ein bisschen über 90% durchgezockt. Also ich habe jetzt wirklich nicht drauf geachtet, wie viel. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Etwas über 90% müssten es gewesen sein. War wirklich gut. Ich hab's lange nicht mehr auf als Dawn von New York durchgezockt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich's mal früher mal immer wieder zwischendurch gezockt habe und es macht wirklich Spaß. Jetzt habe ich es als Let's Play gemacht. Der zweite Teil wird wohl, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt als nächstes sofort kommt oder ob ich noch ein Projekt dazwischen schiebe. Irgendwie in der Richtung wird es wohl sein. Also, der zweite kommt auf jeden Fall, damit die Reihe halt auch komplett ist. Aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt sofort oder ob ich noch ein Projekt dazwischen haue. Weil Risen 2 steht ja auch noch aus, aber das habe ich jetzt erstmal wirklich verschoben auf unbestimmte Weise, weil ich halt. Mir wurde halt nahegelegt von einigen, also nicht nur von einer Person, das bezieht sich jetzt auf mehrere Mails, die ich bekommen habe oder Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich sollte mich doch mal neueren Sachen widmen und ganz aus Trotz habe ich Risen 2 jetzt erstmal nach hinten verschoben. Keine Angst, kommen wird es auf jeden Fall, weil ich halt auch den Vorgänger gezockt habe. Aber ich warte halt noch ein bisschen, es ist mir noch ein bisschen zu neu. Deswegen wird jetzt, ja, was hiernach jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Nach Bully müsste ja schon Lego Harry Potter angefangen sein. Die Jahre 1 bis 4 werde ich auch blind zocken. Ich habe es noch nicht angefangen aufzunehmen. Bin auch mal gespannt. Ich habe nur mal die ersten 2 Minuten gespielt und war schon geflasht, weil es halt richtig geil aussieht. Aber jetzt habe ich erstmal genug von der Pate erstmal aufgenommen. Jetzt habe ich erstmal die nächsten Tage Ruhe.
wieder am Projekt fertig. Ach, die geile Musik im Hintergrund. Der Soundtrack war hier auch richtig geil. Grafisch nicht das Nonplusultra, aber es hat mich nicht gestört. Einige Clipping-Fehler sind, glaube ich, drin, aber naja. Man kann jetzt auch eine Korinthe zu viel kacken. Nein. Und auch wie in Bully haben mir hier die Möglichkeiten wieder sehr gut gefallen, die man hatte. Es ist in einer Zeit ein bisschen eintönig gewesen, das stimmt wohl. Aber naja. Also zum Spielen ist es ganz lustig. Ich glaube, als Let's Play waren die letzten Sachen jetzt nicht so unbedingt das Beste. Es war halt immer dasselbe. Es waren immer dieselben Läden eigentlich, nur halt von einer anderen Familie oder so. Oder die Wachen waren unterschiedlich stark gepanzert, würde ich jetzt mal sagen. Weil die Bazzinis waren ja dann hinterher doch schon arg schwer. Aber ich wollte es halt mal machen. Der Part 2, wenn es kommt, werde ich nicht so ausführlich durchzocken. Da werde ich es nicht auf 100, also nicht so prozentlastig wie jetzt hier. Ich hätte jetzt zum Beispiel den letzten Mordauftrag noch gar nicht mehr machen müssen. Oder auch hätte generell den Don von New York nicht anstreben müssen. Also ich hätte auch, nachdem ich die Story... Ich hätte noch maximal die Anwesen vielleicht machen können und das wäre es dann gewesen, dass ich Don wäre und fertig. Aber ich wollte es halt auch dann so viel zeigen, wie es geht. Ich bin nebenbei hier am Wasser trinken, nicht, dass ihr euch wundert. Weil ich halt jetzt auch schon über 2 Stunden mit Sicherheit gezockt habe, weil ich das Spiel halt durchhauen wollte. Ach ja. Nee, also ich kann ja mal wieder so das sagen, was ich so in den nächsten Projekten im Kopf habe. Also der Pate 2 wird auf jeden Fall kommen, Risen 2 auch irgendwann. Risen 2 bin ich am überlegen, ob ich das als Nebenprojekt mache und dann immer mal ein bisschen raushaue. Also je nachdem, wie viel ich gerade zocke. Ja, Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Edna bricht aus, wollte ich eigentlich auch noch zocken. Das habe ich jetzt aber privat schon durchgesuchtet. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen warten, dass sich die Lust wieder steigert. Weil jetzt habe ich die Rätsel auch noch alle im Kopf, wie das ungefähr ging. Da muss schon ein bisschen dazwischen kommen. Deswegen mache ich jetzt auch Lego Harry Potter. Da sind, glaube ich, auch viele Rätsel drin. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Hat auf jeden Fall gute Bewertungen bekommen. Besser als die letzten Harry Potter Teile. Ich habe ja wohlgemerkt die ganze Reihe gezockt. Der 3D-Harry Potter-Dinger, also der Ego-Harry Potter-Spiele, die aus der Ego-Perspektive, nee, aus der Third-Person-Perspektive gespielt wurden. Und die letzten 2 davon, die waren ja nicht so berauschend. Ich habe mir hier gerade übrigens das Lego-Harry Potter-Ding in der Hand. Ich bin echt gespannt, was mich da erwartet. Freue mich auch schon aufs Aufnehmen. Weil Harry Potter, ach, das muss einfach nochmal sein. Wenn meine Harry Potter-Let's Plays gerade die ersten beiden geguckt haben, die wissen, was ich meine. Vor allem die ersten beiden, das waren auch so meine Anfangsphase, würde ich schon fast sagen. Jetzt mit auf aktuellem Stand. Ich hatte ja schon mal, ne, also das sind die Let's Play mit welche der ältesten Let's Plays, die aktuell auf diesem Kanal auch online sind. Waren auch mit meine Lieblingsspiele, die ich Let's Played habe. Harry Potter 1, der Stein der Weisen und die Kammer des Schreckens mit meine Lieblingsspiele, muss ich wirklich sagen. Wenn man mich jetzt fragen würde, was sind deine Spiele, die du am liebsten Let's Played hast, dann waren es Harry Potter 1 und Harry Potter 2. Das sind auch so die einzigen Spiele, wo ich mir vorstellen könnte, so ein Replay nochmal zu machen. So mit aktuellem Headset, mit aktuellem Qualitätsstandard. Auf jeden Fall. Vielleicht auch irgendwann mal als Einzelvideo, dass ich so das in 3 Teile splitte. Das Spiel ist ja innerhalb von 4 Stunden durchgezockt. Dass ich das dann halt so 1-Stunden-Parts mache. Wäre auf jeden Fall meine Überlegung wert. Werde mal gucken, die Sommerferien kommen ja bald. Wo ich auch richtig feiere, wenn ich die endlich habe, weil, ne? Wenn ich jetzt meine Klausurmarathon endlich hinter mir habe. Wir schreiben wirklich nächste Woche. Ich habe es ja schon mal im Laufe der letzten der Parteteile gesagt. Ich schreibe einen Test und 3 Klausuren in einer Woche. Also an 4 Tagen wird geschrieben. Und der Freitag ist dann mal wieder frei. Und dann die Woche darauf nochmal 2 Klausuren. Und dann bin ich endlich fertig. Ah, freue ich mich auch schon drauf, gebe ich ehrlich zu. Ach ja, ich könnte mal das Buch der Pate wieder lesen, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Ich habe den ersten Teil von der Pate auch als Buch, deswegen habe ich auch, glaube ich, einmal durchgelesen und dann in der Ecke gestellt. Ah, ich lese nicht so viel, aber das tun ja doch die wenigsten heutzutage. Obwohl ich eigentlich einige Bücher habe. Ja, die komplette Harry Potter-Reihe, Assassin's Creed Brotherhood habe ich als Buch und der Pate habe ich halt als Buch. Und irgendwie ein James Bond-Teil auch. Naja, egal. Will jetzt hier keine Buch-Collection machen. Wir gucken uns noch weiter hier die ganzen Macher dieses Spiels an. Das Spiel galt als Flop. Ich fand, es war kein Flop. Also mir hat es Spaß gemacht, aber ich habe sowieso so einen anderen Spielegeschmack als viele anderen.
Sieht man auch, glaube ich, an dem, was ich spiele. Dass ich nicht so der Masse hinterherlaufe. Da ist es mir wichtiger, ich zeige etwas Älteres, was. Ja, okay, Retro würde ich das jetzt hier noch nicht bezeichnen. Retro sind für mich mehr so Mario-Sachen. Die älteren. Super Mario World. Will ich eigentlich auch nochmal Let's Playen, weil ich Super Mario World noch nie gespielt habe. Ich habe nur mit Super Mario World 2 gespielt. Was auch noch kommen wird. Das ist auch noch so ein All-Time-Classic von mir. Oh ja, Nintendo wird auch noch einiges irgendwann kommen. Aber ich lasse mir da Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt nach diesem Jahr, nach diesem Schuljahr, 2 Jahre Fachabi machen. Doch, 2 Jahre sind es, glaube ich. Also höhere Handelsschule ist dann hinterher gleichzusetzen mit Fachabi für Wirtschaft und Verwaltung. Und vor allem auf Handelswirtschaft ausgelegt. Und ja, was ich danach machen werde, weiß ich noch nicht. Habe im Moment viele Optionen offen. Bin überlegen, nach dem Fachabi, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, noch zu studieren. Dann habe ich auf jeden Fall alle Zeit der Welt. Hat aber auch noch ein paar private Sachen, die dazu führen würde, dass ich noch nicht wirklich nach einer Ausbildung suche. Hat noch, also ist auch noch privat mit verknüpft, dass ich da halt die Möglichkeiten habe. Möchte jetzt aber nicht so drauf eingehen. Wollte es halt nur mal anmerken für die, die sich fragen, was ich noch so schulisch, beruflich mache. Language Testers, oh meine Herren, was da alles drinne steckt. Ja, deswegen freue ich mich richtig, wenn ich die Dedelec-Spiele Let's Playen werde, weil da sieht man halt richtig, vor allem bei der Sammleredition von Edna bricht aus, wenn man dann die Kommentare von Poki noch dabei hat. Also da werde ich mich richtig drauf freuen. Und ich glaube, die Dedelec-Spiele werde ich auch in Spezialprojekten machen, also dass ich die dann richtig lange Parts auch mache halt, weil ich sag mal, die Grafik ist nicht die größte und die Parts würden richtig klein werden. Ich habe das bei der Demo von Harveys Neue Augen gesehen. Da war ein Part mal eben 50 MB groß zum Hochladen. Und obwohl ich in HD dann das Ganze habe, also in 720p, in vernünftiger HD-Qualität. Meiner Meinung nach. Also, ich mache aktuell auch, glaube ich, die höchste Qualität, die ich mit meinem Standard machen kann. Hätte ich jetzt einen richtig dicken 3000-Euro-Rechner, dann könnte ich natürlich auch auf Full HD gehen. Den Monitor habe ich dafür. Aber. Sagen wir uns mal ganz ehrlich, richtig bringen wird es das auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass alle so gutes Internet haben, das dann auf 1080p zu gucken. Ich selber gucke auf 720p fast jedes Let's Play-Video, was ich wenn gucke auf YouTube. Jetzt sind wir schon bei der PR hier angekommen. Documentation Layout, Viacom, Consume Products. Von wem wurde das Ganze eigentlich gemacht? Ich habe es in der Beschreibung mit Sicherheit stehen, aber da. In der Beschreibung, das wird ja auch mehr kopiert. Ich suche den Entwickler, das Entwicklerstudio. Ich weiß, Electronic Arts Publisher, ist klar. Ich glaube, Redwood Studios, kann das sein? Das habe ich gerade so im Kopf, aber hier steht nichts drauf. Doch, ich glaube, es ist Redwood Studios. Ja, ich würde jetzt sagen, ist eins der besseren Lizenzspiele. Es gibt ja viele Lizenzspiele, die für die Tonne sind, wo wir mit wieder bei Harry Potter 7 wären. Also die beiden Spiele fand ich nicht so das Wahre. Deswegen hoffe ich, dass Lego Harry Potter da eine Ecke besser ist. Ich werde es dann sehen. Oh, jetzt sind wir aber gleich fertig, oder? Ja. It's Magic. Performed by Sarah. Ja, komm. All rights behalf for the producers. Yo. Ach, sind das die ganzen Lieder? Wo ihr Copyright. Boah, wie alt die Musik ist. 1941, 1942. Boah, richtig alt. Nein, wir kommen aber ins Neuere. Alles von APM verwaltet. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Strike oder sowas rauskriege. Ich will es jetzt einfach mal hoffen. So langsam könnte es aber auch mal gut sein. Eigentlich so langsam. Ich will jetzt aber auch nicht einfach abbrechen. Weil deswegen, also das ist dann, finde ich, immer noch so eine kleine. Ach so. Ach, jetzt ist es zu Ende, glaube ich. Ja, da stand noch, man kann die Departe-Movies auch kaufen. Starten die Dinger jetzt wieder von neu? Ja. So. Das war's dann auch wieder jetzt von mir.
was ich noch sagen wollte, das ist immer für mich noch so eine kleine Pflicht, dass man die Macher des Spiels auch nochmal auflistet. So, deswegen sage ich jetzt nochmal danke fürs Zugucken, danke für alle, die sich das Projekt angeguckt haben, auch jetzt zu dieser Endstrecke noch, weil es waren ja nur noch Nebenquests eigentlich. Gut, dann bis zu den kommenden Videos, kommende Projekte, kommende Spiele. Tschüss, schönen Tag noch.